arbeiten hier 7 Bewohner mit einer körperlich bis und mit geistigen Behinderung, die hier wohnen und leben. Und innen. Und wir arbeiten hier eigentlich mit ihnen zusammen. Wir mit ihnen den Tag gestalten, schauen, dass sie rechtzeitig arbeiten gehen, auch mit ihnen kochen und mit ihnen auch Rituale durchgehen, wie zum Beispiel rasieren, Gesicht waschen, eingremen. Und dann gehen sie zum Morgen essen, so wie sie wollen. Und wenn sie zum Morgen gegessen wollen, dann kommt dann das Zähneputzen und sie werden dann bereit gemacht, wenn sie arbeiten gehen. Das Leuchtchen anlegen für die, die mit dem Tram gehen. Und dann ist es so, dass immer ein Bewohner unter der Woche frei hat. Und das heisst, wenn die anderen am Arbeiten sind, dann kocht der Bewohner kochen mit dem Betreuer zusammen. Magst du den Rand abschneiden? Ja, abwaschen. Alles, was dazugehört, wenn man eigentlich seinen eigenen Alltag anschaut, tun wir unsere Leute auch im Alltag begleiten. Willst du hier noch ein bisschen rühren? Ja. Die grösste Herausforderung ist gleich Geduld und halt Kommunikation mit den Leuten. Also wenn jetzt ein Bewohner ein Anliegen hat, einen Wunsch, und sich nicht aber gut äußern kann, ist es für mich teilweise schwer, dass ich es auch wirklich richtig verstehe. Und das ist teilweise ein langer Prozess, der für beide auch grenzwertig werden kann. Aber ich bin dann froh, wenn ich dann halt sicher bin, dass ich seinen Wunsch richtig verstanden habe und dann auch so gut mit ihm arbeiten kann. Kommst du hier hin, um mir abzuschauen? He? Bewohner und Bewohnerinnen, die hier leben, die hier sind, haben sie alle sehr gern. Und das ganze Team mag sie von Anfang an, seit sie das Praktikum gemacht hat. Sie ist hier reingekommen und ist wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden gestanden und gesagt, ich bin alles und ich mache das. Und das ist von Anfang an hat man das gespürt und alle. Und es haben sie einfach alle sofort ins Herz geschlossen. Alle Bewohner freuen sich, wenn sie kommt. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn für alle, die hier sind im Rothaus. Ich arbeite vor allem gerne mit Menschen zusammen, die anders sind. Es muss überhaupt nicht heißen, dass anders schlecht ist, sondern in diesem Fall ist anders, finde ich, toll. Und darum macht es mir auch viel mehr Spass, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Die Leute sind total ehrlich, geben viel Herzlichkeit und man kann gut mit ihnen zusammen arbeiten.